Willkommen im schönsten Keller der Welt. Wir sind im Großflaschenkeller der Hospizalm, 1988 gebaut. Damals, wie die Alm gebaut worden ist, 88, war es noch per Landesgesetz so, dass jedes neue öffentliche Gebäude einen Schutzbunker hat bauen müssen. Aber es war eigentlich mehr oder weniger freigestellt. Also die Ansicht, dass weniger freigestellt war, alle werden gesagt, dass mehr freigestellt war, wie man den nützt. Und so wurde das gleich als Weinkeller genutzt. Also nicht als Weinkeller im herkömmlichen Sinn, sondern für Großflaschen. Man hat zurzeit einen Restaurantpreis von in etwa 80.000 Euro. Ich habe einige Freunde in London auch und die sagen, du hast erst Urlaub am Arlberg gemacht, wenn du zwei Sachen gemacht hast. Das erste ist richtig einen Rausch gehabt haben beim Moserwirt, beim Après-Ski, und das zweite eine Großflasche Bordeaux auf der Hospizalm getrunken. Sonst warst du nicht am Arlberg.